Anlässlich des Vorlesetages wurde der Erfolgsautor Alfred Komrek im BIZ-Konzertsaal zu einer Lesung geladen. Herr Komrek, Sie sind heute hier zu Gast in Burkersdorf zu einer Lesung. Aus welchem Buch lesen Sie denn diesmal? Das Buch heißt Schräge Vögel. Es geht um faszinierende Lebensentwürfe, um sehr schrullige, eigenwillige, aber hochinteressante und liebenswerte Menschen. Hat das auch was mit Ihnen zu tun oder sind das nur andere Lebensentwürfe? Es hat sich sogar so ergeben, dass ich am Ende des Buches festgestellt habe, ich möchte eigentlich dazugehören und habe mich dann selber noch hineingeschrieben ins Buch als einer dieser schrägen Vögel. Wenn Sie sagen, Sie sind auch ein bisschen ein schräger Vogel und leben schräg, wie leben Sie schräg? Naja, hat schon einmal mit meinen Höhlen zu tun, die ich bewohne. Ich habe immer den Verdacht, dass ich so im Status des Jägers und Sammlers hängen geblieben bin und einige kulturelle Weiterentwicklungen verschlafen habe. Und ich habe eine wunderschöne Wohnhöhle in Wien im 9. Bezirk, vollgeräumt mit Spielzeug für Erwachsene. Dann gibt es ein Presshaus mit Weinkeller im Weinviertel. Schaut wieder ganz anders aus, ganz andere Atmosphäre, aber es ist wieder eine Höhle. Und dann gibt es das Elternhaus im Bad Aussee, wo ich mich auch nachhaltig eingenistet habe. Und zwischen diesen Wohnsitzen oder Höhlen pendle ich hin und her. Wer so viel schreibt wie Sie, wie kriegt man immer noch die Schöpferkraft zum Schreiben? Ist bei mir relativ einfach, weil Schreiben meine Art ist zu erleben. Das heißt, wenn ich Sie jetzt treffe, dann arbeitet hier irgendwo im Hinterkopf bereits ein Gedanke, was könnte ich denn da draus für Geschichte machen, was könnte ich denn damit erzählen. Oder wenn mir etwas zustößt, selbst was Fürchterliches. Ich stehe schon ein paar Zentimeter neben mir und beschreibe, wie er jetzt da sitzt und dumm dreinschaut, weil ihm alles wehtut oder sonst irgendwas. Andere Leute gehen dann ins Wirtshaus, andere Leute malen ein Bild oder sie schimpfen mit der Frau. Ich schreibe halt Bücher. Sie hören es vermutlich gar nicht gerne, dass es auch ein Leben vor Frau Franzi gab. Sogar ein recht buntes und respektables. Es fing mit einer Wald- und Wiesenkinderzeit an, weit weg von allem, was Einordnung bedeutet hätte, Anpassung oder gar Zwang. Großvaters Werkstatt, meine riesige, randvoll gefüllte Spielzeugkiste und alles durfte ausprobiert werden.